Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück zu Depraved. Ja, unserem neuen Indie-Spielchen auf dem Kanal, in der Alpha 1.05, gerade in kleiner Patch rausgekommen. Ja, gerade mal so 5 Megabyte war der groß, aber ne, das Spiel ist ja nicht groß. Okay, so, ja, wir haben in der letzten Folge hier Haubi Will gegründet, unser kleines, ja, Western-Dorf. Naja, ein paar kleine Hütten, ne? Mehr ist es nicht. Ein Jäger haben wir am Start, wir haben unser Rathaus. Ja, und ich wurde darauf hingewiesen, dass ich einen kleinen Beobachtungsfehler gemacht habe. Und zwar geht es um das Handelsfenster. Unser Fleisch, das wir hier zum Verkauf feilgeboten haben, das ist sehr wohl rausgegangen hier beim Tempel. Ne? Der Händler hat es sauber mitgenommen. Also die Arbeiter werden das Zeug hier sauber verkaufen. Ne? Das wird hier eingelagert am Rathaus und dann wird der Händler, sofern ein Handel zustande kommt, da dann entsprechend interagieren. Okay, so, wir haben 10 Leute bei uns, 10 Pioniere. Wir haben 10 Hütten. Ein Kollege ist verletzt, wie wir sehen. Ne? Der bräuchte einen Arzt. Wir wissen, einen Arzt können wir noch nicht bauen. Das geht noch nicht. Nee, da brauchen wir 12 Pioniere. Also wir brauchen eigentlich erstmal weitere Hütten. Ne, dafür fehlen uns Holzbretter, wie wir sehen. Also müssen wir als allererstes Holzbretter kaufen. Schön. Der Preis ist bei 13 aktuell. Da würde ich sagen, kaufen wir gleich mal 50 Stück. Dann ist das Thema nämlich erledigt. Hoffentlich zumindest. Im ersten Moment, dann hatten wir... Ah, Feuerholz hier wird gerade in die Hütte gebracht. Sehe ich gerade, genau. Na, jetzt müsste hier eigentlich das Feuerholz, jawohl, 1 von 2. Also wir haben auch kein Feuerholz mehr, ne? Das ist ja sauber auf die Hütten offenbar verteilt. Gut, momentan wird es noch nicht benötigt, weil es ist derzeit Frühling. Also das wird vermutlich wie bei Banished sein. Ja, ich vergleiche schon wieder, ich weiß, sorry. Dass eben der Bedarf an Feuerholz halt im Winter dann gegeben ist und nicht im Frühling oder im Sommer. Ne? Also das ja, wird, denke ich, keinen Sinn machen. Gut, okay. Wir bauen weitere Arbeiterzelte. Und so würde ich sagen, stellen wir da oben einfach nochmal ein paar hin. Hallo? Ja, zack, genau. Ich wollte es gerade sagen. Jetzt stell das Zeug mal hin. Ich glaube, 3 Stück reichen erstmal. Ne, wir müssen jetzt sowieso erstmal warten, bis der Kollege mit den Brettern kommt, mit den Holzbrettern. Ja, jetzt kommt der dezente Hinweis. Pass auf, da ein Baumeister blutet dir den Boden hier voll. Und ich fürchte, der gute Bowyer, oder wie er heißt, Shipman Bowyer, der wird jetzt dann wahrscheinlich gleich ja, sich verabschieden. Ne? Gesundheit 11, Gesundheit 10, also das wird nicht mehr allzu lang dauern. Dann würde ich sagen, aus Gründen der Seuchenprävention werden wir diesen Kollegen vielleicht irgendwo anders hinschicken. Ne? Nicht, dass der jetzt hier bei uns in der Siedlung ja vor sich hin vegetiert und verwest und dadurch vielleicht eine Seuche auslöst. Das wollen wir nicht. Deswegen würde ich sagen, wir beenden den oder wir stoppen den Kollege mal und schicken den einfach mal in den Tod. Genau, hier oben sind schon ein paar Kreuze, da kann er sich dann dazulegen. Ich weiß, das ist gemein. Nee, das sind wahrscheinlich bloß so, sieht nach Holz aus, oder? Ist das Holz? Nee, tatsächlich, das sind tatsächlich Kreuze, okay. Das sah nur gerade so vom Winkel her so aus. Okay, dann ist hier so ein kleiner Behelfsfriedhof. Auch schön, ich weiß, ein bisschen makaber. Ne, aber dann dein letzter Gang in den Sonnenuntergang, ne, dein letzter Ritt, stimmt ja nicht ganz, er hat ja kein Pferd. Also dann, mach's gut, mein Freund. Wir sehen uns im nächsten Leben wieder, ne? Gesundheit 0. Okay, der müsste jetzt eigentlich gleich tot umfallen. Der schafft es nicht mal zu seiner eigenen Beerdigung hier oben. Ne? Das ist... ne? Schauen wir mal kurz, wie weit er kommt. Oh, er schafft sogar bis da oben. Wer hätte das gedacht? Ah, okay. Jetzt hat er sich entschieden. Jetzt fällt er hier um. Na gut, also dann leb wohl. Ich weiß, böse. Böse Haubi. Naja. Okay, so, Produktionslager ist voll. Ja, Sofortabholung würde ich gern machen, aber ich fürchte, da passiert nichts. Genau, die lagern das hier nicht ein, sondern ich bräuchte hier ein Lagerhaus, damit das Ganze funktioniert. So, und jetzt brauchen wir erstmal den komischen Händler hier. Wo ist der? Wer ist das? Ach, hier kommt der nächste Baumeister angeritten. Wir brauchen einen Händler, hallo. Ne, da bist du irgendwie aufgeschmissen, wenn da kein Händler kommt. Gerade am Anfang, da hast du, glaube ich, ganz schlechte Karten.
ohne Händler geht hier nichts vorwärts. Ich kann jetzt hier die Zeit vorlaufen lassen, ne? In der Zwischenzeit fressen sie mir hier meine Fleischvorräte auf, aber ansonsten passiert da relativ wenig. Ich merke schon. Oh Mann. Die Hütte ist auch nicht fertig, ne? Weil hier fehlen diese Holzbretter. Metallteile hätten wir genug. Ja, aber das, ne, ich denke, am Anfang solltest du dann wirklich versuchen, irgendwie so eine Art Selbstversorger zu werden. Das Wasser werden wir wahrscheinlich auch brauchen hier, ne, dass du gleich mal ein Sägewerk an den Start bringst. Dann brauchen wir natürlich auch den Holzfäller. Der liefert ja schließlich die Bäume fürs Sägewerk. Genau, die Holzstämme. Da kommt der Händler. Jetzt bin ich gespannt. Ja, pass mal auf jetzt. Pass auf. Preis 8 im... Boah, jetzt ist aber der Preis ganz schön hochgegangen, du Sapperlot. Von 8 ist das auf 34. Krass. Du hast da flotte Preise, du. Ich hoffe, wir haben für 8 gekauft, ne? Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass wir für 8 gekauft haben. Die Bilanz ist immer noch positiv mit plus 20. Also heißt, aufgrund unserer Einkünfte aus Vermietung, ne? Wir bekommen pro Hütte ja 4 Dollar, meine ich. So hieß es zumindest, oder? Genau, 4 Dollar pro Mieter. Wir haben jetzt dann, also hier 44, 48, 52 müssten reinkommen und der Unterhalt hier 15, da 5. Naja, okay. Also dann baut ihr mal fleißig, ne? Die Hütte wird gleich fertig. Alles klar, super. Passt. Naja, also hier ist überall das Material geliefert. Ja, dann würde ich sagen, dann lasst uns doch gleich mal hier so ein... Das kostet 15, das kostet 15. Ja, bauen wir hier gleich mal, würde ich sagen. Und zwar... den Holzfäller und... Sägewerk. Ja. Weil dann sind wir zumindest, was die Holzbretter angeht, Eigenversorger. Macht durchaus Sinn. So, hier können wir die Priorität noch schnell hochsetzen bei diesem Arbeiterzelt, dass einfach das Ding ja zuerst gebaut wird. Die Hütte steht leer. Die Hütte steht leer. Also wir hätten zwei, okay, respektive eine leere Hütte, ne, die ist jetzt auch schon bewohnt. Wir haben 13 Leute. Jetzt wird hier fleißig gebaut. Sehr schön. Und die Holzbretter, die gehen raus wie warme Semmel. Ne? Das ist der Hammer. Das ist der Hammer, wie die Bretter rausgehen. Jetzt gibt es ja noch ein paar Nägel, oder? Ne? Metallteile, ja, das würden wahrscheinlich Nägel und Scharniere und sowas sein. Okay, Material ist fast alles da. Ein Holzbrett fehlt noch, da wird es angeliefert hier. Jawohl, zack. Also, das heißt, der Baumeister hier, der klöppelt jetzt das Ding mal hoch. So, und hier brauchen wir noch Steine und Metallteile. Steine haben wir auch nicht, gell? Aber wir könnten hier einen Steinmetz bauen. Da brauchen wir 10 Holzbretter. Die haben wir. Ja, dann bauen wir den doch auch gleich noch. Weil dann ist das Thema komplett durch. So, jetzt haben wir natürlich da alles sehr eng gebaut, stelle ich fest. Na gut, wobei, da könnte man noch hinquetschen, ne? Der hat einen ziemlich großen Radius, stelle ich fest. Ja, komm, den quetschen wir da noch hin. Zack. Passt das. Dann haben wir hier die erste kleine Wohnsiedlung und hier haben wir dann unseren Produktionsbereich und ich würde vorschlagen, dass wir hier dann unser Lager hinstellen. Ne, relativ nah hier am Rathaus, dass wir da unter Umständen dann auch exportieren können. Ja, und hier das Zeug, die verbrauchen das offenbar, ne? Ja, also ich würde sagen, die Herrschaften, die holen sich das Zeug direkt vom Erzeuger, wenn ich das so mal beobachte. Ja, und es fehlt definitiv die Kirche, ne? Das nehmen sie uns übel, dass noch keine Kirche da ist. Die kostet halt auch wieder 10 Holzbretter. Boah, okay. Naja, der Holzfäller ist zumindest fertig jetzt. Oder gleich zumindest, ne? Der ist gleich fertig. Zack, da ist passiert, jawohl. Hier sehen wir auch den Einflussbereich. Ja, der wird hier erst einmal die Bäumchen wegmachen. Okay, dann priorisieren wir hier gleich mal unser Sägewerk, dass der die Bretter dann herstellt. Bei unserem Steinmetz
fehlen noch 6 Bretter. Ah, der da unten liefert fleißig Fleisch. Oh, wir haben nur noch 13 Fleisch. Wird's denn jetzt? Da müssen wir aufpassen. Wir haben jetzt 14 Leute, ne? Ich sehe hier auch nirgendwo, was ich so verbrauche. Was ist mit dem hier? Oh. Shipman Bowyer. Das ist der Tod hier oben, oder? Tatsächlich. Der steht ja noch in der Liste drin, okay? Das ist natürlich hart. Das ist natürlich hart. Spring jetzt einfach nur über. Achso, das ist das hier. Naja, das kennen wir. Krass. Nee, aber ich vermisse hier eine Statistik. Das sind Transportrouten. Das wollen wir nicht. Ich vermisse hier eine Statistik, wo ich sehe, wie viel ich momentan verbrauche. Zum Beispiel Nahrungsmittel. Ne, ich sage, ich sehe, ich könnte hier kaufen für 12. Aber ich sehe nicht, was verbraucht denn meine Bevölkerung hier so in einem Monat. Das finde ich ein bisschen schade. Das wäre noch ganz hilfreich, wenn man das wüsste. Aber gut, ich glaube, in Banished ging das sofort oder musste ich das auch irgendwie über ein Gebäude freischalten? Das weiß ich gar nicht mehr. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht sogar über ein Gebäude geht. Was haben wir da? Steinkirche, Sheriff, Holzkirche, oje. Saloon? Achso, das ist dann für Siedler, nicht für Pioniere. Ah ja. Nee, da sehe ich nix. Kupfermine, Goldmine, nee, da sehe ich auch nix. Nein. Nee, also so statistiktechnisch, glaube ich, sind wir hier momentan auf uns allein gestellt. Da müssen wir so ein bisschen ein Auge drauf haben. Ne? Da müssen wir halt selber schauen. Okay. So, da kommt wieder der Kollege, der Onkel Händler. 15 Wasser, 15 Fleisch haben wir noch. Wir haben 15 Bewohner und wir haben zu wenig Hütten. Ja, schön. Ja, dann würde ich sagen, als nächstes gleich mal ein Lager beauftragen, dass wir hier schön zwischenlagern können. Moment, wo ist das blöde Lager? Hier zum Beispiel. 15 Holzbretter, ach, schön. Okay, also. Hier klatschen wir das Lager hin. Und beim Steinmetz haben wir mal die Priorität hoch. Lass jetzt das Ding hier fertig bauen. Wie sieht's hier aus, mein Freund? Du arbeitest auch fleißig, du hast keine Hütte, genau. Der hier produziert die Baumstämme, da wird der Baumstamm geliefert, genau, der ist dann hier drin. Na, hier liegt er. Und jetzt wird hier fleißig das Ding verarbeitet. Aus einem Baumstamm, genau, wird hier jetzt drei Bretter. Okay, also aus einem Baumstamm werden drei Bretter. Das ist doch schön, da geht was. Okay. Auf dem Weg zum Selbstversorger, wie schon gesagt. Ist gar nicht schlecht. Wenn jetzt die Bretter hier alle angeliefert werden, dann ist unser Steinmetz... Jawohl, Timber! Alles klar hier, ne? Dann ist unser Steinmetz jetzt hier gleich fertig und kann dann eigenständig Stein herstellen, heißt, dann sind wir bei Holzbrettern und bei Stein komplett in der Eigenversorgung. Was fehlt, sind Metallteile. So, okay, also Steinmetz hat keinen Arbeitsbereich. Ja, das ist schlecht, das muss ich jetzt natürlich ändern. Pass auf. So, den legen wir mal fest. Den Arbeitsbereich heißt, er kann jetzt diesen Steinbruch abbauen. Ja, dann kriegt er das. Okay, wir haben Obdachlose, das ist nicht so schön. Aber jetzt wird erstmal hier das Lager gebaut. Aha, und das klingt mal alles sehr nach einer Kreissäge hier im Sägewerk. Finde ich gut, ne, dass hier auch die Kreissäge ohne Strom und alles funktioniert. Also man braucht hier keine Elektrizität. Wahrscheinlich hat das so ein Hamster, ne, im Laufrad, der diese Kreissäge dann bedient. Oder die Energie für liefert. Der arme Hamster, der tut mir jetzt schon leid. Naja. Ja, und es fehlen Hütten. Es fehlen Hütten. Moment, wir können doch auch bessere Hütten bauen, oder? Genau, also es fehlen Arbeiterzelte. Jetzt kommen die Hütten. Da können zwei Leute drin wohnen. Das ist doch schön. Zwei Leute. Da würde ich sagen, nachdem hier gerade ein bisschen Platz frei geworden ist, ne, nachdem unser Holzfäller hier fleißig war, würde ich sagen, stellen wir hier gleich mal eine Hütte hin. Prima. Wenn hier zwei Platz haben, ne, dann können wir gleich mal der Steinmetz und der Holzfäller einziehen. Doch super. Das Lager hoch priorisieren.
damit das Ding zuerst fertig gebaut wird. Ja, also man muss hier... Ah, jetzt geht's Licht an, sehr gut. Ja, es wird dunkel, ja. Oh, der Frühling Monat 2 ist gleich vorbei, ne? So, Lager ist fertig. Und ihr seht, jetzt wird hier Fleisch und Leder angeliefert. Okay, also das sind tatsächlich die Hilfsarbeiter, die feststellen, irgendwo ist das Produktionslager voll, das Ausgangslager ist voll. Ja, und der Betrieb kann nicht weiterarbeiten, weil das Lager blockiert, und deswegen stellen sie fest, okay, wir haben ein Lager mit Platz und jetzt wird der ganze Blödsinn eingelagert und die Produktionsbetriebe können wieder weiter produzieren. Das ist doch schön. Okay, Leder, Fleisch, Stein wird angeliefert, Metallteile werden angeliefert. Ah ja, okay, die räumen hier quasi auf, was hier rumliegt. Interessant. Ja, ist doch gut, dann wird hier drüben ein bisschen Platz frei. Na schön, die Hütte wird auch gebaut. Da fehlen jetzt die Holzbretter, aber die sind schon auf dem Weg. Ein Holzbrett brauchen wir noch. Hallo, mein Freund, wie sieht's aus? Wo ist das Holzbrett? Da ist es, genau. Und ihr seht, es wuselt und tut und passiert, und gleich sind hier unsere... Ist unsere erste Hütte fertig? Die neue Hütte. Ein Einwohner ist obdachlos. Ja, nicht mehr lang, mein Freund. Nicht mehr lang. Zack, die Hütte ist fertig. Jawohl. Ja, das sieht halt schon ein bisschen anders aus. So eine kleine Blockhütte. Sieht besser aus als so ein kleines Arbeiterzelt. Definitiv. So, wer wohnt jetzt da? Der Schreiner und... Der Holzfäller, okay. Also nicht der Steinmetz, sondern der Schreiner und der Holzfäller. Passt ja auch irgendwie, ne? Die zwei passen ja thematisch zueinander. Die wohnen jetzt hier in dieser kleinen Blockhütte. Super. Okay. Heißt, zwei Leute wohnen da und wir haben hier 13. Also einer ist arbeitslos, genau. Einer ist obdachlos, oder? Wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann ist einer obdachlos. Das ist nicht sehr schön. Ja, aber wir können ja zum Glück nochmal eine Hütte bauen. Würde ich sagen, die stellen wir vielleicht mal hier daneben. So, da müssen wir den Arbeitsbereich noch verändern vielleicht. Genau, den machen wir mal hier. Was ist denn das hier? Ah, schau mal hier, die pennen am Lagerfeuer. Was? Warum macht ihr sowas? Seid ihr blöd? Ihr habt doch hier eine Hütte. Warum schlaft er nicht da? Das macht ja gar keinen Sinn. Na gut. Okay. Hier wird gepennt, ja. Arbeitsbereich eines Gebäudes und Haubewill ist... okay, der Jäger hat alles abgefrühstückt. Heißt, er braucht ein neues Gebiet. Ja, dann gehen wir hier hoch. Da gibt es bestimmt genug. Ja, da gibt es bestimmt Hasen und sowas, oder? Ja, hier, schau mal, Hase, genau. Wolf gibt es hier auch, oder Fuchs besser gesagt. Alles klar. Also, Jäger ist wieder aufgeräumt. Wir haben 16 Fleisch, wir haben 14 Wasser. Brunnen sollte man wahrscheinlich bald bauen. Ja, den können wir auch bauen. Wie kann man eigentlich die Metallteile herstellen? Ist die nächste Frage. Fleisch. Metzger produziert Fleisch aus Nutztieren. Hier haben wir eine Schaffarm. Schafe und gewinnt Wolle. Weberei, Stoff. Schneider aus Leder wird Kleidung hergestellt. Bäckerei produziert Brot aus Getreide. Oh Gott. 40 Pioniere. Ja gut, ne, da sind wir noch ein bisschen entfernt. Alkohol. Da sind wir noch ein bisschen von entfernt. Hier gibt es den Handelsposten. Mit einem Handelsposten kannst du Waren von A nach B transportieren. Um einen Handelsroute aufzubauen, benötigst du mindestens zwei Handelsposten. Oh je. Eisenschmelze? Da braucht man dann schon die Siedler für. Mhm. Wachturm, was? Reichweite der Waffen wird erhöht. Kupfermine. Ein Fort. Soldaten. Oh, okay. Naja, aber so ein Werkzeugschmied oder so gibt's gar nicht, oder was? Schmilzt Eisen zur Eisenbahn? Nö. Also ich sehe jetzt da keinen Werkzeugschmied, liebe Freunde. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Goldschmied, Waffenschmied, Brennerei, Mühle, Bäckerei, Fleisch. Nö, also diese Teile hier, diese Metallteile, die können wir uns offenbar nicht selber herstellen. Oder zumindest habe ich den entsprechenden Betrieb dafür noch nicht gefunden.
Naja, kann ja sein, dass der Hobby wieder blind ist, gell? Das ist ja keine Seltenheit. Es ist Sommer, liebe Freunde. Okay. Wir sind da mal präventiv tätig und kaufen einfach mal 50 Stück von diesen Metallteilen zu 26, was ein unverschämter Preis ist, wie ich finde. Aber gut, so, die Preise hier für Holzbretter sind auch schon wieder gefallen. Also wenn man eine gewisse Zeit nichts kauft, dann sinkt hier offenbar der Preis, was ja auch sehr angenehm ist eigentlich, ne? Okay. Na schön. So. Die Hütte müsste bald fertig sein. Das erleben wir hoffentlich noch. Material ist genug da und dann müsste das Thema arbeitslos sage ich schon wieder, obdachlos sich erledigt haben. Genau, jetzt sind ja auch, also einer ist eingezogen, das ist dann der Steinmetz, genau, sehr schön. Okay, also wir hätten sogar noch Platz für einen zusätzlichen Pionier, aber das umgehen wir einfach, indem wir sagen, wir bauen jetzt hier eine kleine Kirche hin. Ich würde sagen, die Kirche können wir doch hier schön hinbauen, oder? Hier. Da passt sie gut hin, ja. Direkt ans Rathaus. Jawohl. So machen wir das. Was machen die da? Nanu? Hilfsarbeiter? Ach, die tragen Wasser oder was? Tatsächlich. Ah ja. Die schleppen das Zeug hierher. Ah ja. Alles, was hier war, schleppen die darüber. Genau, und hier sehe ich jetzt, da gehen die Bretter raus wie nix. Ja, ja. Bahneingang. Klicken, um das Einlagern von Wassern zu verbieten. Ah ja, okay, also hier könnte ich auch explizit Speziallager machen, dass ich sage, hier kommt jetzt nur Baumaterial rein oder sowas, ne? Okay, ja gut, je nachdem, ob man es braucht, je nachdem, ja. Na schön. Ja, Freunde, dann würde ich aber sagen, dann sind wir für heute auch schon wieder fertig mit der Folge hier, die Brave, ne? Ich sage vielen Dank fürs Dabeisein und hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn es hier weitergeht in Hobbyville. Bis dahin, eine gute Zeit, macht's es gut und Servus.